Ich habe mal so eine Frage zum Spiel wieder. Wieso Ja. sammelst du in Wien? Wieso, du weißt, Handel wird besser, je mehr Punkte du es durchleitest. Das heißt, wenn du durch mehr Punkte den Handel durchleitest und zu dem Handelspunkt leitest, am Ende, wo du bist, dann kriegst du viel mehr, als wenn du dort sammelst. Das heißt, in Sachsen nicht sammeln, in Venedig nicht sammeln, in Krakau nicht sammeln. Krakau leitest du ja weiter, aber leite den Handel so weiter, dass möglichst viel nach Wien fließt und wenn möglich auch Nach über Wien fließe ich Umwege. aber relativ schwer, weil das Einzige, was nach Wien fließen kann, ist Genau. Krakau und Ragusa. Genau, dann leite halt Zeug nach Krakau weiter. Nein, kann ich nicht. Krakau ist, da Aus geht's nur Kiew. aus. Und Dann gehen mehr nach aber raus Ragusa nach. Achso, so kannst du meint ihr aus. das. Okay. Also, wenn du Handel über mehrere Stationen leitest, dann wird er wertvoller. Also, wenn du jetzt zum Haben 100% Beispiel Frieden. nach Konstantinopel jemanden Todesstern. schickst, den Ja. Handel nach Ragusa weiterleitest und von dort nach Möchtest du dein Bündnis mit Wien, Xodera dann gibt das beenden? Geld. Und wenn du Ich von hab noch ein Bündnis Kiew mit denen. nach Ja. Krakau nach Wien Wo weiterleitest, sind gibt die das denn? Ich habe Geld. jetzt übrigens Ja. von Köln nicht zur Naja, Oberzahl ist nur echt Sachen ein freigelassen. Die Sachen, die ich Ressort freigelassen habe, und habe ich logischerweise einen Anspruch drauf. Das du sind meine. könntest, Heiko, verleg deinen Ja. Haupthandelspunkt nach Köln. Verleg deinen Haupthandelspunkt nach Köln und leite von Wien weiter nach Köln. Und leite halt nach Wien und nach Sachsen. Oder leite nach Sachsen und von Sachsen nach Köln. Heiko? Böhm gehört wieder mir, Das ja? gibt dir mehr Geld, wenn du deinen Haupthandelspunkt nach Köln Für wen verlegst. bist du eigentlich im ganzen Syrien-Konflikt? Ich war ursprünglich mal für die Rebellen, logischerweise. Inzwischen bin ich einfach nur dafür, dass irgendjemand da unten die Macht übernimmt. Inzwischen ist Ich mir war für scheißegal, Assad von wer. Anfang an. Ich Heiko, das nicht. Rheinland. Leg mal Jetzt hier warte mal kurz. Ich muss Stade. erst mal gucken, dass die mir jetzt gleich nicht die Bude einrennen. Emmy, es hat doch bis jetzt Stuttgart. auch gut Ja, was ist mit funktioniert. Also Stuttgart? hör auf. Heiko, mach Stuttgart zu deinem Haupthandelspunkt. Stuttgart. Geht es? Esslendl. Das ist oben Slendle. Ländle. Das liegt direkt neben dem Namen Ländle, ist dieser Knopf mit den Handelswaren. Klick da drauf und dann leite all den Handel nach Köln weiter und sammel nicht in Köln, sondern leite nur weiter nach Köln. Aus Wien nach Sachsen und von Sachsen nach Köln oder direkt nach Sa Köln. Jetzt bin ich überfordert. Was soll ich tun? Also, Schritt für Schritt. du nimmst jetzt Fuck. dein einfach nicht Heiko ignorieren Heiko, schalt mal komplett. bitte einfach wieder schneller. Ja. Hast du jetzt in Slendle deinen Haupthandelspunkt Wie geht hinterlegt? es? Ja, wenn du klickst auf die Provinz und Weißt dann du, wie du guckst deine du. Hauptstadt bewegst? Nein. Also du klickst auf die Provinz und dann guckst du Ja. ganz links an dem Fenster ist das Slendle, Stuttgart, Niederschwaben, Ah, Deutschland. hier handelt es. Genau, da klickst du drauf. Und das bestätigst du und dann leitest du Handel nach Köln. Rheinland. Und du sammelst dort erstmal nicht. Du kriegst auch so dort Geld. Habe ich jetzt Pause gemacht? Also in dem Dann ist jemand Haupthandelsland disconnected. sammelst du immer automatisch. Okay. Was muss ich jetzt noch tun? Jetzt musst du weiterleiten Von. in die Richtung. Das weißt ja, wie das geht. Naja. Und Kämpfer hat wieder Spielgeschwindigkeit reduziert. Heiko in the town. Krieg. Und Heiko, was du tun könntest, ist, anstatt von Wien nach Rheinland zu machen, machst du von Wien nach Sachsen. Heiko, jetzt Was? wichtiger. Überall. Litauen hat Krieg mit Skandinavien, Russland und Ja. Georgien. Jetzt können wir die absch. Jetzt schnell, schnell. Warte, die haben Jetzt Krieg machen mit das Litauen erstmal. ist tot. Oh mein Schnell, Gott. jetzt. Bitte Ja, hochholen. aber du kriegst keine Belagerung mehr, keine Doch, Kompetenten. ich schon. Außerdem schließen die auch irgendwann Frieden. Heiko hat ein bisschen was an Manpower und hat. Heiko, machen wir Krieg? Der Russ zieht Russland halt mit. Ja, nee, Russland ist mit Litauen im Krieg. Nee, die sind feindlicher Verbündeter Russland. Skandinavien, Russland kämpfen alle gegen Litauen. Litauen steht ganz alleine. Hey, wieso habe ich denn Russland als feindlicher Klickst du auch auf Verbündeter? Litauen? Ja, ich Weil, bin auf wegen der Litauen. Warnung. Ach, wegen der Sag dem Warnung. Russen, er soll die Warnung beenden. Sofort. Schnell. Jemand sagt ihm das mal. Flemmi, willst du schnell mit dem Russen reden und sagen, wir ficken den Litauer, wenn er die Warnung Und wenn er es zurücknimmt? nicht macht, Jetzt machen wir es denk trotzdem. doch mal ganz scharf nach, warum klatscht ihr den Russen nicht weg? Der ist sowieso momentan im Arsch, Ey, dann im ist der für Chat immer sagen die weg. Leute, du Habe solltest ich. dich lauter machen, Ja, Heiko. gut, Oder ich kann es einer auch nicht. Und sagt Heiko, du es. musst doch nicht in Das Russland wollte nicht, einfallen, du musst Leute. den Das Litauen wollte nicht. einfallen. User left your Stimmt. channel. Du kannst den Russen dann schlagen, ohne dass seine Verbündeten dich betreffen. Theoretisch. Aber ich Okay. habe gerade keine Manpower und kaum Truppen und so. Ich bin gerade nicht Du hast unbedingt doch für einen selber Krieg gesagt. geeignet. Portugal ist frei. Hilfe, hilf. User Eben deswegen Der fragen Russe wir dich. sagt, ich zitiere euch, nein. Gut, dann Dann sagt sag dem ihm, wenn das nicht. Russen,
dass es mir wirklich leid tut. Der Russland möchte Litauen für sich selber haben. Gut, dann tut's mir leid, aber ich werde keine Grenze zu Russland tolerieren. Dann verlang doch, dass Russland einen Satellitenstaat erzeugt. Wobei, A, geht es ja schon ab Admin-Tech, keine Ahnung was. Zweitens, Leute, wir chillen jetzt noch eine Runde. Greif doch Preußen an und für du so viel zu schreien, wie es geht. Ich hab aber kaum Truppen. Ach ja, ihr habt ja die Warnung, ich vergaß. Nein, Moment. Russland kann Litauen nicht helfen. Russland kann Litauen nicht helfen, weil sie. Ja, aber ich bin da mit Russland im Krieg und dann. Nein, kann er nicht. Doch, er wird in den Krieg gezogen. Russland kann Litauen nicht helfen. Kann er doch gar nicht. Er ist doch gerade mit Russland im Krieg. Ja, trotzdem kann er mir den Krieg erklären. Er hat mir eine Warnung ausgesprochen, die ist ja nicht unbedingt an Litauen gebunden. Die ist einfach an alle seine Nachbarn gebunden. Ist sie eigentlich schon. Wenn du jetzt Litauen angreifst, kann der Kaiser kann auch niemandem helfen. Der könnte nicht mal einer Reichsstadt helfen, wenn er gerade in einem Krieg ist und die Reichsstadt ist in einem Krieg, die gegeneinander sind. Wenn die Reichsstadt mit Litauen verbündet ist und Litauen mit dem Kaiser im Krieg ist und dann jemand die Reichsstadt angreift, kann der Kaiser nicht der Reichsstadt zur Hilfe kommen, weil die Reichsstadt mit dem Kaiser im Krieg liegt. Und würde ich mal behaupten, von dem Spiel priorisierter als irgendeine Warnung. Okay, dann machen wir das. Ihr könnt Litauen angreifen. Russland kann nichts tun. Ja, aber sie werden tun. Und Heiko, hast du deinen Handel sortiert? Irgendwie, glaube ich, zum Teil. Ich guck's mir mal kurz an. Heiko, machen wir es jetzt oder nicht? Nee, in Sachsen sammelst du. Stell das mal um. Ist jetzt weiterleitest. Egal, Flemmi. Sachsen. Ja, Sachsen raus, Heiko. Und leite von Wien nach Sachsen weiter. Dann hat A, Preußen was davon und B, du hast auch was davon. Weil Handel wird wertvoller, wenn du ihn doppelt weiterleitest. Denke, okay, ich leite jetzt also von überall nach Wien, von Wien nach Sachsen und von Sachsen nach Rheinland. Und genau, Rheinland und da kannst du gerne weitersammeln. Rheinland sammel ich. Nein, in Rheinland brauchst du nicht sammeln, das machst du automatisch. Ah, Heiko, würden wir schnellstens beendet der Russen den Krieg mit Litauen und dann können wir nicht mehr den Krieg erklären. Ja, doch, können wir ja immer noch, das wird nichts ändern, weil wir werden dann Krieg machen. Nein, angezogen. Der Russe, nein, Heiko, nein. Der Russe kann nur nicht helfen, weil ihr im Krieg seid. Ach so, Heiko, ja, dann. Gut, dann erkläre ich den Krieg und Preußen, du erledigst schon mal den größten Teil. Ich ziehe mal noch einen Verbündeten mit. Ich ziehe Preußen mit. Und. Krieg. Boah, wir werden es so bereuen, ich weiß es. Sie kann nicht intervenieren, schon. Russland kann nichts machen. Und selbst wenn der Krieg läuft, kann Russland nichts machen, weil sie nicht verbündet sind. Genau. Nice. Das ist halt wirklich, weil sie gerade Russland schlagen. Ja, dann ihr könnt euch alle Zeit der Welt nehmen und Litauen fertig zu machen. Guck mal, ihr habt drei Festungen auf eurer Seite. Wenn ihr die besetzt, dann kann der Russe sich gar nicht so viel Warscore holen. Nee, ihr habt mehr, ihr habt fünf Festungen. Doch, er hat schon. Ach nee, hat er nicht. Nee, der Russe hat noch keine Festung. Ihr müsst die Belagerung ganz, ganz schnell. Ihr braucht ganz schnell die Festung. Schmeißt ja. Wüstenfuchs, schmeißt deine 30.000 und 30.000 Männer einfach auf Gardinas rauf und lass sie da stehen. Die Truppen, die werden dir nichts tun können. Die werden von den Russen belagert. Ich bin doch schon dabei. Ach, du musst dich erst hinbelagern? Das ist das. Zweitens gibt es ja auch Festungen direkt in meiner Kanzlei. Genau. Bevor. Ach, guck mal, Skandinavien steht kurz davor und kann nichts machen. Litauen marschiert auf dich zu, pass auf. Boah, fuck, ich brauche Unterstützung. Die einen Männer zusammen. Schau, wir haben schon eine halbe Moral. Nein, Piemont, Sardinien. Piemont. Stell einfach deine Truppen dazu, vielleicht kriegst du die Belagerung. Jupp, guck, er haut Rush for Litauen, würde ich es nennen. Boah. Operation Barbarossa. Das litauische Rennen. Polen ist nicht da, muss halt was Heiko, anderes geteilt werden. Kann ich verstehen. Barbarossa, oder? Alter, ihr müsst einfach nur Polen freilassen, einfach aus Jux. Was haben die gemacht? Die haben Georgien freigelassen. Achso, Georgien hat sich da an unserer Grenze alles geholt. Was ist denn ernst? Aber guck mal, jetzt, Heiko, jetzt gibt es diese abgeschnittenen Gebiete von Polen, die du dir einfach holen könntest. Ja, Mann, die hole ich mir auch. Und ich hole mir den. Oh, schaut euch an, wie verfroren der Skandinavier ist, das gekriegt. Memel und Ort ist Oldesburg. Wie ist das eigentlich, wenn Preußen Skandinavien angreift und ich mit Skandinavien verbündet bin? Dann ruft Skandinavien dich zur Hilfe. Aber du müsstest ja eher Preußen helfen wie Skandinavien, weil mit Skandinavien hast du weniger. Warum ist das doch ein Angriffskrieg? Ja schon, aber du bist im Reich und Preußen ist im Reich und mit Skandinavien, das ist der Verbündete unserer Feinde. Also, nur weil es jetzt Yannick ist, dem da zu helfen, wäre ein bisschen nicht im Sinne. Ja, aber ich bin ja mit Skandinavien verbündet. Ja. Dann brichst du das, aber er greift ja Skandinavien nicht an, ohne das vorher abzuklären. Ja, brichst du das, ne? Ist mir ja scheißegal. Nee, ich meine, rein logisch macht's keinen Sinn, den Verbündeten mit dem Krieg zu führen, um dem Feind zu helfen, ja. Wo? Da oben, da sind litauische Soldaten und die muss ich schnell besiegen. Sonst besiegt man sie.
Ja, ich schicke dir 9000 Mann und... Das reicht nicht, schick deine 14... Du hast da doch so drei Armeen kleinere. Ja, dann schicke ich dir nochmal 19.000 zusätzlich. Heiko, ich habe mir den Handel angeguckt. Wenn du dir mehr von Köln eroberst, dann wird das für den Handel noch lukrativer, weil du mehr Einfluss bekommst. Aber das kannst du dann ja nach dem Krieg machen. Litauen hat viele Mann. Ich frage mal der Russe, ob er sich freut, dass er Litauen nicht unterstützen kann. User left your channel. Muss er ihn jetzt provozieren? Heiko, pass auf, 40.000 Mann marschieren auf dich zu. Lebst selten aus. Ach da, ich sehe es, ich sehe es, ich sehe es. Gibt Söldner aus. Wir dürfen diesen Krieg jetzt um keinen umstellen. Riskieren wir jetzt nichts und heben jetzt schon 12 Söldner aus, Heiko. Komm. Nee, ich belage jetzt einfach Stück für Stück. Nein, er hat 80.000 Mann, du musst jetzt nichts riskieren. Ja gut, dann schicke ich ihm hier nochmal ein paar tausend Mann rüber und ich habe ja noch ein bisschen Manpower und geben wir mal noch ein paar Söldner aus. Ich hol Königsberg zurück, muss mir dann helfen. Ey, zum Glück habe ich vorher so viel Geld gefordert. Ja, ich habe auch Geld. Halt. Wir dürfen jetzt nichts riskieren, wir haben das doch schon einmal bei Litauen erlebt. Stimmt. Nicht unterschätzen. Aber jetzt hat er 80.000 Mann und ich habe demnächst 130.000 und du hast auch noch mal ein paar mehr. Ich habe 90.000 zurzeit. Georgien, das was Georgien macht, ist eigentlich scheiße, aber da muss Georgien halt damit rechnen, dass wir es erobern. Erobern? Also angreifen, meinst du? Ja. Da jetzt nicht die Möglichkeit, Georgien zu erobern. Wir haben 126.000 Infanterie, 40.000 Kavallerie und 58.000 Kanonen. Achso. Wenn du mir sagst, dass wir den Krieg verlieren, dann will ich nicht wissen, welchen Krieg wir verlieren. Welche Gelegenheit. Es gibt mal Regeln. Es gab mal so ein bisschen Regeln, aber ich muss ehrlich zugeben, die haben sich nicht so ganz bewährt. Aber so in gewisse Regeln haben wir uns gehalten, so das mit aggressiven Expansionen und so. Okay, einmal neue Erkenntnis, die ich noch nicht hatte. Wenn deine Kolonialnation dich nicht besonders mögen, dann verteidigen zwar ihr Gebiet, marschieren aber nicht bei anderen Ländern rein. Ja, das ist normal. Ja, das wusste ich nicht. Also so wie ich spiele, mögen mich meine Kolonialnation immer. Johannes ist das anscheinend normalerweise nicht so. Ja, das ist bei ihm wirklich nicht so. Der knechtet seine Leute lieber 3, 4, 5 Mal. Vor allem, Heiko, Neapel ist aber noch mit uns, dann können wir uns hier noch im Krieg und Litauen besiegen, die für uns sogar. Das ist aber freundlich von denen. Wie viel Minus mache ich denn eigentlich? Pff. Ich fürchte, ich muss im Krieg einfach mal die Festung ausmachen, weil ich mir sonst meine Armee nicht leisten kann. Verdammt! Oh fuck, 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 fuck. Ist doch da. Repariert mal bitte meine Kriegsflotte. Ah, gerade noch so entkommen. Ich hab 120.000 Mann, mit denen fick ich die jetzt. Also schick die mal mit. Ah, Sardinen-Piemont mit Militärzugang. Ja, nee, die haben noch immer ein Embargo gegen mich. Oh, verdammt. Ja? Der Russe beißt sich, glaube ich, gerade selber in den Hintern. Nimm dir einfach die Provinz dahinter, Georgien. Du hast ja doch nicht eine Verbindung dazu, Heiko. Bist du, dann kannst du ja trotzdem hinlaufen, gell? Ah, ich belage es einfach mal so viel ich kann. Ah, ich habe irgendwas nicht erfüllt. Naja, gut, passiert. Schon mit deinem Osten an. Also, die haben Frieden geschlossen, weil sie eigentlich wissen. Weil sie eigentlich was? Das Internet ist abgekackt. Ja, ich glaub's auch. Ach, das ist Georgien. Ah, ich glaube, Flemmi ist raus. Was im Internet ist gerade einfach nur sehr Heiko-Geschwindigkeit. Unterdurchschnittlich schlecht, das kann natürlich auch sein. User in your channel, time down. Nope. Er ist aber aus dem Spiel noch nicht rausgekommen. BTF, ich konnte euch nicht hören, aber euch nicht antworten.
Also, was ist Salamin? Was für also, die Skandinavier, die haben Frieden geschlossen, wo Wissner eigentlich zu Skandinavien gehört hätte. Und dann hätten sie euch abgeschlossen von Litauen. Das war deren Ziel. Und die haben sind jetzt ziemlich. Geschafft. Die sind. Nee, eigentlich war der Wissner im Frieden mit drinne. Und die sind jetzt ziemlich bepisst, dass das Spiel ihnen das nicht gegeben hat. Aber sie akzeptieren es halt. Wissner, hä? Aber wie gesagt, wenn es drin war, dann hätte das Spiel ihnen gegeben. Was ist denn? Ey, ich kann schon mal deine Truppen runterziehen, da sind die 80.000 Mann vom Litauer. Ich hab noch nichts von so. Okay, ich ziehe. Wobei, Heiko, alleine hätte er irgendwie verwickelt in die Schlacht. Ich kann ihn nicht. Aus dem selbst dann hätte er. Was wollt ihr euch eigentlich nehmen? Von... Sehr viel, würde ich sagen, oder Heiko? Keine Ahnung, ich kann mir den Krieg nicht mehr lang leisten, gell? Ich wollte es nur mal erwähnt haben. Heiko, Geld brauchst du? Stell mal auf Sammeln in Wien um. Stell mal in Wien auf Sammeln um. Das ist zwar nicht gut, auf Langfrist gesehen, aber kurzzeitig dürfte es ihr die finanzielle okay, Unterstützung geben. Ich könnte geben, theoretisch einen Krieg gegen Japan gewinnen. Machen, das finde ich cool. Stimmt, ja, Kriegssteuern und ich hau mal die Festung raus, weil mich greift ja eh keiner an. Da kommt er gar nicht durch, weil ich ja seine Festung habe. Die er bezahlt, so wie ich das mitbekommen habe. Pass auf, da sind venezianische Nationalisten in Neapel. Ja gut, aber die werden ja meine... Stell am besten dein im Golf von Venedig die Flotte nach draußen, dann kommen die da nicht weg. Und dann können sie nicht in dein Gebiet. Nee, meine Flotte ist belagert. Ist stillgelegt, so und was. Ja, die kannst du einfach... Ja, genau. Dann brauchst du dir keine Sorgen um die Rebellen machen. Okay, ich mach wieder Plus. Gut, ich kann mir den Krieg unendlich lang leisten. Nehme alles ich zurück. Ich auch. Ja, komm, du sammelst jetzt 10 in Wien. Das wird zwar weniger mit der Zeit, aber für die nächsten paar Jahre sollte es reichen. Und ich habe wieder 140.000 Mann. Ja, fast zumindest. Lass mal die 40.000 von einem Litauer da unten ficken. Schnell, rein. Ich bin unterwegs. Ja, ich habe eine Kampfung mit Seiten. 80.000. 40. Alter, wo sind denn die 80.000 Litauer? Und da unten sind nochmal 40.000. Haben die sich aufgeteilt? Ja. Ja. Fang du die ab, geh du nach Ingil oder so gleich und ich gehe. So ein Massaker. Nein, was fliegen der jetzt? Verpasst. Ihr habt sie verpasst. Buddy joined your channel. Hallo Buddy, hallo Johannes. Hallo. Vor allem, ich verstehe gar nicht, warum haben die den Krieg begonnen, Sammy? Ah, okay, Mikro sollte mal runterklappen. Warum hat Georgi... Was ist denn mit Hä? Sammy? Ist Sammy noch da? Was hatten die da mit Georgien vor? Kann Georgien das überhaupt koren? Ja, ich bin da. Warum haben sie den Krieg überhaupt begonnen? Einfach, um euch abzuschneiden. Aber wir hatten gar nicht vor, Litauen anzugreifen. Oder, na gut, dafür haben sie den Krieg beendet. Ich weiß nicht, warum sie ihn begonnen haben. Wahrscheinlich erobern, ne? Ja. Der Russe hat Ansprüche. Warte, wieso wird Litauen angegriffen? Weil es keine Verbündeten mehr hat und alle sich gesagt haben, teilt es auf. So ungefähr, ja. Also Georgien Skandinavien und Litauen wollten fiese Georgien hat es nicht geschafft. Georgien hat ja ganz schön was genommen. Vielleicht wollten sie ja noch die Küstenprovinzen mit dazu nehmen. Ja, und hätten sie mal nicht versucht, uns aufzuhalten. Ja. Jetzt hat ihnen das weniger gebracht, als sie ihn genutzt haben, würde ich sagen. Also wenn Moskau euch nicht gewarnt hätte, hättet ihr den Krieg nicht begonnen, oder wie? Wenn Moskau die Warnung aufgehoben hätte. Ja, doch, dann hätte ich begonnen. Kämpfer 9 bittet um Durchgangsrechte. Ah ja, klar. Wer? Weiß nicht, wer Kämpfer 9 ist. Kämpfer 9 ist Neapel. Klar, damit sie die Rebellen angreifen können. Ja, das können wir ihnen ja noch gerade so.